WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 7. Dezember 1598. Der Geburtstag des italienischen Bildhauers und Architekten Gian Lorenzo Bernini. Rom im Morgengrauen. Noch ist es still in den Gassen rund um den Petersdom. Da öffnet sich eine Haustür. Gerade so weit, dass ein Mann hinausschlüpfen kann. Flüstern, ein leises Lachen. Zurück bleibt eine junge Frau. Für Sekunden steht sie im Schein einer Kerze. Das Haar fällt ihr lose über die nackten Schultern. Das dünne Nachtgewand zeigt mehr, als es verhüllt. Dann wird eilig die Tür geschlossen. Der Mann huscht davon. Wir sind im Jahr 1638. Der andere hat genug gesehen. Die halbe Nacht hat er in einem Torbogen auf der Lauer gelegen. Nun hat er Gewissheit, dass die Geliebte ihn betrügt. Rasend vor Wut stürmt er seinem Nebenbuhler hinterher. Mit einer Eisenstange prügelt er auf ihn ein. Zwei gebrochene Rippen sind das Ergebnis. Wer der toll gewordene Liebhaber ist? Roms, ja Italiens, womöglich gar Europas berühmtester Künstler in jenen Jahren, Gian Lorenzo Bernini. Brillanter Bildhauer und bewunderter Architekt, erster Baumeister am ehrwürdigen Petersdom. Der Schöpfer des barocken Rom, der Michelangelo des 17. Jahrhunderts, wie ihn seine Zeitgenossen nennen. Der außerdem schreiben kann, Theaterstücke, der prächtige Bühnenbilder entwirft und spektakuläre Festdekorationen, wie 1655 beim Einzug der zum Katholizismus konvertierten Ex-Königin Christina von Schweden. Eine protestantische Herrscherin, die zum wahren Glauben zurückkehrt. Das ist einer der wenigen Propagandasiege der katholischen Kirche im 17. Jahrhundert und muss in Rom natürlich gefeiert werden. Bernini, der gesegnet ist mit Charme und Geist und diplomatische Geschliffenheit besitzt. Nur, dass der Mann sein Temperament nicht immer so zügeln kann. Und der andere? Sein Rivale? Das ist sein Bruder, Luigi Bernini. Die Dame, um die der Streit geht, heißt Costanza Bonarelli und ist, nicht genug der Pikanterie, auch noch verheiratet. Mit Matteo Bonarelli, weiß der Kunsthistoriker Arne Karsten. Matteo Bonarelli ist Steinmetz in der großen beninischen Werkstatt, ein solider Handwerker nicht mehr, hat aber eine offensichtlich außerordentlich attraktive Frau, Costanza. Mit der geht Bernini eine Affäre ein und die offensichtlich sehr lebenslustige Costanza geht daneben noch eine weitere Affäre ein, nämlich mit Beninis jüngerem Bruder und ebenfalls Mitarbeiter Luigi. Als Gian Lorenzo den beiden in jener tragischen Nacht auf die Schliche kommt, übt er also Rache, nicht nur am Bruder. Besonders perfide ist es, Bernini dann einem Diener den Auftrag gibt, ein Rasiermesser in die Hand drückt und zwei Flaschen Wein, er möge zur Signora Costanza gehen und wenn sie ihm die Tür aufmache, das Rasiermesser nehmen, um ihr das Gesicht zu zerschneiden, was der Diener auch tatsächlich tat. Das Ende des Eifersuchtsdramas? Der Diener wurde für immer aus seiner Heimatstadt Rom verbannt. Signora Costanza war entstellt für den Rest ihres Lebens. Ob ihr Ehemann Mitleid hatte, ist nicht überliefert. Luigi Bernini, der in jener Unglücksnacht vor seinem tobenden Bruder in den Schutz einer Kirche geflohen war, kroch für ein paar Jahre in Bologna unter. Und Gian Lorenzo Bernini? Er kam völlig ungeschoren davon. Es gab einen, der schützend seine Hand über ihn hielt. Das war der Papst. Gian Lorenzo Bernini wird am 7. Dezember 1598 in Neapel geboren. Er ist der sehnlich erwartete erste Sohn nach 6 Töchtern. Jetzt erst, wo der Stammhalter da ist, heiraten die Eltern. Der Vater war auch schon Bildhauer, wie das früher typisch war, Familienbetrieb. 1606 ziehen die Berninis nach Rom. Dort gab es für Bildhauer Aufträge en masse. Vater Pietro tritt in den Dienst der Papstfamilie Borghese. Die Familie Papst Pauls V., der von 1605 bis 1621 regierte. Und dieser Papst gab schon zu Lebzeiten sein Grabmal in Auftrag in Santa Maria Maggiore, einer der 4 römischen Hauptkirchen. Und an diesem Grabmal arbeitete Pietro Bernini, der Vater Gian Lorenzos, mit, sehr früh auch schon als Gehilfe der Sohn. Und der fing dann auch an, eigene Statuen zu schaffen. Die Staunen erregen.
Das Talent des frühreifen Kindes ist unübersehbar. Bereits als Achtjähriger zieht der Knabe nach einem langen Tag auf der Kirchenbaustelle noch zum Vatikan. Wo die berühmten Antikensammlungen, die Statuen der Antike, die man wiedergefunden hatte in der Renaissance in Rom, sich befanden. Und dort macht er sich an Zeichnungen, an Studien, aus reinem eigenen Interesse, aus Begeisterung für die Kunst. Eine der frühesten erhaltenen Arbeiten Berninis ist eine Statue seines Namenspatrons, des heiligen Lorenzo oder Laurentius. Der das Martyrium dadurch erlitt, dass er auf einen Grill gelegt wurde und bei lebendigem Leib geröstet, nicht sehr appetitlich. Aber dieses Kunstwerk schuf Bernini schon als Jugendlicher und wurde einfach dadurch auffällig durch die Qualität seiner Arbeit. Und in so jungen Jahren bekam er dann Zugang zu wichtigen Auftraggebern. Eigentlich ist Stein ja kalt und tot. Doch Bernini besitzt eine einzigartige Begabung. Bei ihm wird der Marmor lebendig. Seine besondere Fertigkeit, auch sein besonderes Interesse gilt der Umsetzung von Dynamik in den Stein, in den Marmor. Und beim heiligen Laurentius ist das schon sehr eindrucksvoll gelöst. Er zeigt unter dem Rost die züngelnden Flammen des Feuers. Diese Dynamisierung der an sich statischen Skulptur ist eines der zentralen Momente, mit denen Bernini die barocke Bildhauerei revolutioniert und die Architektur. Die Fassaden kommen Bewegung, sie bekommen eine stärkere Tiefenstruktur gegenüber der Renaissancekunst. Ganz Rom ist entzückt von dem, was dem jungen Bernini da aus den Händen gleichsam zu fließen scheint. Am allermeisten der kunstliebende päpstliche Hof. Berninis Rom ist das Rom der Päpste, wobei der Papst nicht nur Glaubenshirte, sondern auch Landesherr ist, der Souverän im absolutistischen Kirchenstaat, mit der Kurie als politischer Zentrale. An deren Schaltstellen platziert der Pontifex Maximus, der darüber hinaus das Oberhaupt einer weit verzweigten Familie ist, nun mit Vorliebe Mitglieder eben dieser Familie, die sogenannten Kardinalnepoten. Es gehört im 17. Jahrhundert zum guten Ton, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der neu gewählte Papst einen, mitunter zwei, sogar drei seiner Verwandten, meist einen Neffen, daher der Name Nepot, Nepos, der Neffe, zum Kardinal machte. Das klingt für uns heute ganz furchtbar nach Vetternwirtschaft, eben Nepotismus, muss aber aus der Zeit verstanden werden. Denn, so der Kunsthistoriker Arne Karsten, der soziale Aufstieg schon eines Kardinals in Kurial, in geistliche Führungspositionen, ist oft nur möglich durch die Förderung von Seiten der Familie. Da wäscht eine Hand gerne die andere. Es ist dann ein Akt der Dankbarkeit, dass man seine Familie am Erfolg dann auch partizipieren lässt. Und es gibt Päpste, die in der Verwandtenförderung sehr zurückhaltend sind. Und gerade die werden massiv kritisiert als kalt, gefühllos und rücksichtslos gegenüber der Familie. Genauso selbstverständlich wie der Nepotismus ist die Tatsache, dass jeder neu gewählte Papst und die mit ihm neu an den Schlüsselpositionen des Vatikan installierten Kardinalnepoten Unsummen investieren in die Kunst. Denn die dient der Selbstverherrlichung. Bedenken Sie, die Päpste des 17. Jahrhunderts stammen durchgängig nicht aus hocharistokratischen Familien, sondern eher aus dem niedrigen Adel und dem bürgerlichen Patriziat mittelitalienischer Städte. Und die Zeit, die ein solcher Sozialaufsteiger auf dem Stuhl Petri verbrachte, wurde auch genutzt, um die Familie dauerhaft in der römischen Hocharistokratie zu etablieren. Dazu bedarf es der Kunst der Selbstdarstellung, einer intensiv geförderten Kunst. Und das Bild des barocken Rom, das wir heute haben, erklärt sich zum großen Teil genau durch dieses Bedürfnis nach herrscherlicher Selbstinszenierung. Die Kunstpatronage von Päpsten und Kardinalnepoten strapaziert zwar gewaltig die Kassen des Vatikan, führt aber dazu, dass Rom im 17. Jahrhundert zum künstlerisch interessantesten Ort ganz Europas wird. Die hohen kurialen Würdenträger wollen Porträts von sich und Büsten. Sie geben schon zu Lebzeiten pompöse Grablegen in Auftrag. Sie lassen Brunnen errichten, Heiligenstatuen aufstellen, Kirchen bauen. Zum Lobpreise Gottes, das schon, aber genauso zum Ruhme der päpstlichen Familie. Weshalb es in Rom etwa wimmelt von Bienen. Bienen,
Bienen sind das Wappentier der Familie Urbans des VIII., Barberini, der von 1623 bis 1644 regiert. Das ist das längste Pontifikat des 17. Jahrhunderts. Unter allen Päpsten, für die Gian Lorenzo Bernini arbeitet, ist dieser Urban, ein schöngeistiger, hochgebildeter Mann, Berninis wichtigster Auftraggeber und engagiertester Förderer. Bienen finden Sie im barocken Rom, finden Sie noch im heutigen Rom, überall. Prominentester Ort wahrscheinlich am Baldachin von St. Peter, im Mittelpunkt der Peterskirche, wo Bernini den riesigen 28 Meter hohen Bronzebaldachin schafft. Und dieser Bronzebaldachin ist übersät mit Bienen als dem Wappentier der Auftraggeberfamilie, der Barberini. Angeblich wurden für den Baldachin Teile der Bronzeverkleidung am altehrwürdigen Pantheon abgebaut und eingeschmolzen. Deswegen die Römer damals spotteten, quod non fecere und barbari, fecere und barberini, was selbst die Barbaren nicht geschafft haben, die in der Antike Rom zerstörten, das schaffen nun die Barberini. Spätestens mit der Enthüllung des Baldachins im Jahre 1633 ist Gian Lorenzo Bernini zu Nummer 1 unter den Künstlern am Papsthof avanciert. Konkurrenten versteht der jetzt 35-Jährige wegzubeißen, bisweilen mit dubiosen Mitteln, etwa indem er hinter den Kulissen dafür sorgt, dass sie monatelang kein Baumaterial bekommen oder viel schlechter bezahlt werden als er. Gleichzeitig besitzt Bernini einen geradezu manischen Arbeitsdrang. Es ist überliefert, dass er, wenn er zu Hause arbeitet und ihm Ideen kommen, er im Hausflur gerade kein Zeichenmaterial zur Hand hat, dann auch schon mal einen angekohlten Stock nimmt, um einfach auf der Wand eine Skizze anzufertigen. Das ist also eine schier unerschöpfliche Kreativität, Produktivität und eben auch Aktivität. Was Bernini in 6 Jahrzehnten schafft, bis zu seinem Tod im Jahre 1680, prägt das barocke Gesicht Roms bis heute. Wir fangen mit dem Petersplatz an. Man kann auf die Piazza Navona gehen. Der berühmte Vier-Ströme-Brunnen ist ein Werk Berninis. Wir haben die wunderbare Villa Borghese, eines der schönsten Museen Roms, wie ich finde, mit seinen sogenannten Borghese-Skulpturen. Wir haben die Piazza del Tritone, wir haben den Palazzo Barberini, wir haben eine ganze Reihe von Kirchenanlagen, Kirchenfassaden. Bernini begegnet uns in der Tat in Rom auf Schritt und Tritt. Außerhalb der ewigen Stadt, für andere als die päpstlichen Auftraggeber, arbeitet Bernini so gut wie nicht. Die Päpste wachten ziemlich eifersüchtig darüber, Berninis Arbeitskraft zu monopolisieren für die eigenen Aufträge. Ein einziges Mal verlässt Bernini die Stadt am Tiber für immerhin 6 Monate. Die Reise ist ein Politikum. 1662 gibt es einen großen politischen Skandal in Rom. Das Gefolge des französischen Botschafters wird in eine Schlägerei mit päpstlichen Truppen verwickelt. Daraus entsteht eine diplomatische Auseinandersetzung, die Ludwig XIV., der Sonnenkönig, seit kurzem auf dem französischen Thron nutzen will, den Papst demonstrativ zu demütigen. Was, vielmehr wen, der französische König haben will? Gian Lorenzo Bernini, den strahlenden Stern am Hofe des Papstes. Der Kunsthistoriker Arne Karsten. Und tatsächlich, Bernini geht 1665 nach Frankreich, um dort im Auftrag Ludwigs XIV. Vor allem den Louvre umzubauen. Am Ende bleiben Berninis Pariser Entwürfe allesamt unausgeführt, mit Ausnahme einer Büste des Königs. Der exzentrische Römer hatte nämlich nichts Besseres zu tun, als sich lustig zu machen über die französischen Auftraggeber. Auch seine Pariser Künstlerkollegen überschüttete der 67-Jährige mit Spott. Kurz, er benahm sich kräftig daneben. Dass er das kann, wissen wir schon. Ludwig XIV. Nahm Bernini seine Auftritte sehr übel, anders als der Papst. Der pflegte über das bisweilen rüpelhafte Gebaren seines Haus- und Hofkünstlers stets großzügig hinwegzusehen. 1638, nach seinen Gewaltattacken gegen Bruder und Geliebte, hatte man Bernini zu einer Geldstrafe von 3000 Scudi verurteilt. Doch zahlen musste er die stattliche Summe nie. Kurz nach seiner Verurteilung wurde ihm durch päpstliche Boten feierlich eine kostbare Pergamenturkunde überbracht. Seine schriftliche Begnadigung. Der Wortlaut der Begründung: Bernini sei ein seltener Mensch, von sublimer Begabung, durch göttliches Wirken geboren, um zum Ruhme Roms Licht in dieses Jahrhundert zu tragen. Der Verfasser der Zeilen: Papst Urban VIII. Barberini, der mit den Bienen.